Nach diesem Video wirst du exakt wissen, wie du wirklich mit jedem, und damit meine ich wirklich jedem Lehrer, Sympathie aufbauen kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Du hast vielleicht das Gefühl, boah, ohne Scheiß, eigentlich bin ich voll gut in der Schule, aber die Lehrer versauen es einfach. Da gibt es einfach diese ein, zwei, drei Kandidaten, mit denen komme ich einfach auf keinen grünen Zweig, die verwehren mir die Noten, die ich eigentlich verdient hätte. Und dafür ist genau das Video das Richtige und du bekommst jetzt 5 Tipps, wie du genau das umgehst, Sympathie aufbaust und so auch die Noten bekommst, die du verdient hättest, oder vielleicht sogar noch ein, zwei Punkte mehr. Erstens, verstehe seine Perspektive. Das ist das, was ich so viele von euch immer wieder falsch machen sehe. Und zwar ist man einfach frustriert darüber, dass der Lehrer nicht so denkt wie man selbst. Und das ist einem selbst gar nicht so bewusst, aber man erwartet sozusagen, dass der Lehrer Dinge genauso sieht wie man selbst. Und darüber ist man dann frustriert. Weil zum Beispiel, meiner Meinung nach sollte man den Unterricht so gestalten, aber er gestaltet ihn so, dann bin ich darüber frustriert und dann bin ich der Meinung, der Lehrer ist ein schlechter Lehrer und er kann den Unterricht nicht führen. Was natürlich vielleicht nur die halbe Wahrheit ist. Ja? Er hat seine Berechtigung, du hast auch deine Berechtigung in eurer jeweiligen Ansicht. Das Entscheidende und die absolute Grundlage für jede Art von Sympathieaufbau ist aber unbedingt, dass du ihn verstehst. Also versuch wirklich zu verstehen, wie tickt er, was ist er für ein Mensch, wie denkt er, weil ansonsten brauchen wir die nächsten 4 Tipps gar nicht erst besprechen. Denn der zweite Punkt ist dann, was sind seine Objektive? Objektive quasi Ziele, Motive, Handlungen, Wünsche. Ja, also was möchte er aus dem Unterricht rausbekommen? Und das ist bei jedem Lehrer unterschiedlich. Es gibt nicht so dieses eine Motiv oder diesen einen Wunsch, den alle Lehrer haben, sondern das musst du ganz wichtig individuell für jeden Lehrer selbst herausfinden. Die einen zum Beispiel, die denken sich einfach, ohne Scheiß, ich will einfach in die Schule gehen, ja, mein Geld bekommen, meinen Unterrichter machen, was halt meine Vorgaben sind, aber ansonsten hauptsächlich so wenig Stress wie möglich haben. Das könnte zum Beispiel ein Motiv sein von einem Lehrer, dass er einfach nur so möglichst wenig Stress wie möglich haben will. Dann ist auch möglich, dass es dem Lehrer einfach super wichtig ist, euch richtig viel beizubringen. Ja, dass er sich voll in den Unterricht reinschmeißen will, der will sich da verwirklichen, der will euch fördern. Ja? Und das muss man natürlich auch annehmen können. Dann kann es sein, dass ein Lehrer einfach von euch erwartet, dass ihr maximal engagiert seid. Das kann für den Lehrer ein total hoher Wert sein. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Der Lehrer kann auch einfach nur akzeptiert werden wollen. Zum Beispiel ein Lehrer, der vielleicht in seinen ersten 3 Jahren als Lehrer total schlechte Erfahrungen mit Klassen gemacht hat, weil die ihn vielleicht gemobbt haben oder weil die nicht auf ihn gehört haben. Für den ist einfach nur erstmal wichtig, akzeptiert zu werden. Und dein Ziel muss jetzt sein, dass du quasi dieses Objektiv vom Lehrer, worauf er quasi seinen ganzen Unterricht ausrichtet, auf Basis von seinen Aussagen und seinen Handlungen herauszufinden. Du wirst das zum Beispiel merken, wenn er sagt, können wir ein bisschen leise sein, so. Das ist in den seltensten Fällen ein Lehrer, der sehr engagiert ist, sondern eher ein Lehrer, der einfach nur möglichst wenig Stress haben will. Und das musst du eben ein bisschen herausfinden, weil dann können wir in den nächsten Schritten auch damit arbeiten. Drittens, auf Objektive eingehen. Wenn du identifiziert hast, welche Objektive dein Lehrer hat, dann solltest du eben auch genau auf diese eingehen. Denn wenn du das tust, hat der Lehrer fast gar keine andere Möglichkeit, als dich sympathisch zu finden. Denn zum Beispiel, wenn dem Lehrer einfach wichtig ist, dass die Leute engagiert sind und du zeigst dich dann auch engagiert, er wird dich mögen. Definitiv. Wenn es ein Lehrer ist, der einfach nur wenig Stress haben will und du ihm auch keinen Stress machst, dann wird ihm auch das positiv für ihn sein. Oder was auch immer es ist, ja, wenn es so ein richtiger Nerd-Lehrer ist, der einfach so voll krass in seinem Fach ist, dem so diese sozialen Komponenten total egal sind, der einfach nur will, dass Leute gut sind, ja, und du bereitest dich dann auf die Stunden extra vor, liest nochmal Sachen durch, schaust eine Doku an, lernst richtig gut, meldest dich viel, stellst viele Fragen, vielleicht auch schlaue Fragen, dann wird er dir denken, hey, das ist doch genau so ein Schüler wie ich, ja, es geht immer nur, was der Lehrer möchte, was ich gerne hätte. Und wenn du dann eben das ihm auch gibst, dann wird er immer Sympathie dir gegenüber ausstrahlen. Viertens, suche seine Unterstützung. Wenn er sozusagen Sympathie mit dir aufgebaut hat und ihr euch auch super gut versteht, dann ist es super entscheidend, dass du ihn auch nach Unterstützung fragst. Zum einen natürlich, weil ich es euch immer wieder empfehlen kann, wirklich die Lehrer als Freunde und nicht als Feinde zu sehen. Und der Lehrer kann dir einfach in Bezug auf die Schule und auf deine Noten extrem viel weiterhelfen. Vor allem aber auch, weil dahinter auch ein gewisses psychologisches Prinzip steckt. Und zwar finden wir Menschen grundsätzlich die Menschen sympathischer, denen wir helfen. Sprich, wenn der Lehrer für dich mal einen Übungsaufsatz korrigiert hat, wenn er dir im Unterricht ab und zu öfter mal hilft, sonst was, dann muss er innerlich rechtfertigen, warum er dir geholfen hat. Und das ist so ein total unterbewusster Prozess, aber wir denken, so komisch es klingt, aber okay, wenn ich der Person helfe, dann muss ich sie ja irgendwie auch mögen. Und dadurch, dass du dann von ihm auch geholfen wirst, dadurch, dass so eine wechselseitige Beziehung wird, mögt ihr euch gegenseitig einfach voll und das
auch mit Lehrern, wo du am Anfang sagst, oh, was ist denn das für ein Typ oder irgendwie checke ich den überhaupt nicht, weil du dich anfangs auf ihn eingelassen hast, ist es dann auch möglich, eben genau diese Beziehung auch aufzubauen. Fünftens, mach es nicht kaputt. Das habe ich leider wieder, immer wieder bei Klassenkameraden erlebt und ich selbst habe diesen Fehler vor allem so in der Mittelstufe ein, zwei, dreimal auch echt dumm gemacht. Und zwar, dass man ein sehr gutes Verhältnis mit dem Lehrer etabliert hat und dann nur wegen irgendeinem bescheuerten Joke, weil man irgendwann mal zu faul war, irgendwas zu machen, weil man sonst irgendwas das Verhältnis wieder zerstört hat. Ja, zum Beispiel zu meiner ehemaligen Englischlehrerin hatte ich ein richtig, richtig gutes Verhältnis, vor allem, ich sag mal, 6., 7., 8. Klasse irgendwie so. Und dann war es irgendwann so, dass halt, weißt du, die ganze Klasse war halt so voll in so einem, ja, wie soll ich mal so sagen, so aufgewühlten Zustand im Sinne von, alle wollten nach Hause und ja, yeah, okay, wie lange haben wir noch? 7 Minuten, da, da, da. Und dann waren die letzten 10 Sekunden der Stunde und ich, wie so ein Idiot, weil ich mich cool gefühlt habe, so 10, 9, 8, 7, während sie halt noch geredet hat. Und das war natürlich super respektloses Verhalten und quasi den ganzen positiven Eindruck, den sie bisher da von mir hatten, war einfach so. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Deswegen bitte, wenn ihr die ersten 4 Schritte gemacht habt und dann ein positives Verhältnis habt, bitte macht es nicht durch solche Aktionen kaputt. Und ansonsten denkt dran, ihr habt natürlich weiterhin die Möglichkeit, in unser Traumabitur-Coaching zu kommen. Einfach unten, erster Link in der YouTube-Beschreibung, auswählen, wann du gerne angerufen werden möchtest von einer Person aus meinem Team. Dann melden wir uns bei dir, schauen, ob und wie wir zusammenpassen. Dann kannst du auch persönlich mit mir sprechen und dann sehen wir eben, ob ich dein persönlicher Coach werde. Also einfach eintragen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.